2 Stunden brauche ich, um Tbilisi zu verlassen. Befinde ich mich wieder auf der Autobahn. Nicht weit von Tbilisi, Georgiens heiligster Ort. Am Zusammenfluss von Kura und Arakri liegt Msreta. 1000 Jahre lang Georgiens Hauptstadt. Hier begann die Christianisierung Georgiens. Tagesziel war Gori. Ich hatte im Gasthaus Emma ein Zimmer gebucht, aber Emma war schon abgereist. Freundliche Verwandte öffneten mir und sorgten auch für das Frühstück. In dem großen Haus war ich der einzige Gast. In Gori wurde Stalin geboren und sein Museum erfreut sich noch heute großer Beliebtheit bei Gästen aus dem In- und Ausland. Das Rathaus von Gori. Es wurde von deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkriegs gebaut und wird wegen seiner Kuppel im Volksmund auch Reichstag genannt. Seinen Namen hat Gori von der Festung Goris Ziche aus dem 7. Jahrhundert, die bis heute erhalten ist. Die Stadt liegt übrigens nur 25 Kilometer von Südossetien entfernt. Aber seit den Unabhängigkeitskriegen 2008 ist dieses Gebiet von Georgien aus nicht mehr erreichbar. Ab und an sieht man Wagen der EUMM, der European Monitoring Mission, die versucht, hier den Frieden zu erhalten. So schaue ich mir vor der Weiterfahrt noch die Höhlenstadt Uplistiche an, aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Weiter geht es nach Kutaisi. Teils über die Autobahn mit ihren imposanten neuen Raststätten. Die sorgen zwar in Georgien für einige Diskussionen, werden aber international durchaus als gelungen bewertet. Ganz fertig ist die Autobahn noch nicht und so schlängelt sich die Blechkarawane auf Landstraßen durch kleine Orte und grünes, hügeliges Land. Die Einfahrt nach Kutaisi war leider nicht auf Landcruiser-Größe designt. Was ist denn das für ein Scheiß? Aber auch kleinere Autos hatten schon Probleme. Aber mit ein bisschen Kurbelei klappte es schließlich
und ich stand dann irgendwann vorm Hotel. Morgens immer noch Spiegelei mit Tomate und Gurke. Wohl sicher gut gemeint, konnte ich es bald nicht mehr sehen. Die Bagrati-Kathedrale hoch über der Stadt auf einem Hügel. Übrigens hat die georgische Sprache eine eigene Schrift mit 33 Buchstaben, die sich im 5. Jahrhundert unter griechischem Einfluss aus dem Aramäischen entwickelt hat. Eine kleine Seilbahn in Kutaisi über den Rioni-Fluss auf einen Hügel. Und die Markthalle. In der Nähe von Kutaisi liegen die Klöster Gelati und Mozameta sowie der Okatsu Canyon. Dorthin bin ich mit zwei deutschen Mädels aus Leipzig gefahren, die in Georgien Wanderurlaub machten. Auf einem Steg kann man in dem Canyon bis zu einer Aussichtsplattform laufen. Nach Batumi am Schwarzen Meer war es nun nicht mehr weit. Es gibt zwar noch eine Altstadt in Batumi, aber eigentlich ist in der Stadt alles mehr auf Tourismus ausgelegt. Ohne Ende werden neue Hotelkomplexe hochgezogen. Die Strandpromenade wurde von 800 Metern auf 5 Kilometer ausgebaut und es gibt noch mehr Platz am Ende. Roundabout. 15 Kilometer von Batumi entfernt, Richtung türkische Grenze, liegt bei Gonyo ein 2000 Jahre altes römisches Kastell. Eine ruhige Oase abseits des Tubels. Die Georgier werden schon wissen, warum Richtung türkische Grenze Good Luck steht. Ich hatte jedenfalls keins, der schon in den Pass gedrückte Stempel wurde als ungültig markiert. Grund: mein deutscher Pass und die australische Autoregistrierung unzulässig. Beide Registrierungen müssen angeblich aus einem Land sein. Trotz unerfreulicher Diskussionen mit dem angeblichen Chef der türkischen Kontrollstelle blieb mir nichts weiter übrig, als umzukehren. Die Türkei war das einzige Land auf der ganzen Reise, das mir ein Weiterkommen unmöglich gemacht hat. Zurück in Batumi habe ich mir zunächst mal ein preiswerteres Hotel gesucht
und dann ein Fährticket über das Schwarze Meer nach Burgas in Bulgarien besorgt. Es war zwar auch hier nicht ganz einfach, das Fährbüro zu finden, aber die sprachlichen Hürden waren nicht mehr ganz so hoch wie in Aktau in Kasachstan. Nach einigen Tagen ging es dann los. Tschüss Georgien, tschüss Kaukasus, auf nach Europa. Auch die Druschba auf dem Schwarzen Meer hatte wie schon die Mercury 1 auf dem Kaspischen Meer Verspätung. Aber wie sagte ein mitreisender Lkw-Fahrer zu mir, wenn das Schwarze Meer weiß wird, dann sollten die Schiffe im Hafen bleiben.